Die Idee, den ungenutzten DVD-Schacht eines VW-Radios zur Aufnahme eines eigenen Smartphone-Halters nutzen. Die Öffnung für die DVD bzw. für die CD ist 123 mm breit und man kann etwas rechteckiges 30 mm hineinstecken. Das Material darf 3 mm dick sein, damit es an den Seiten, die etwas schmaler sind, als in der Mitte, saugend hineinpasst. Ich habe mir aus Holz- und Aluva-Buntstoff eine für mich passende Halterung gebaut, diese dann einfach mit Heißkleber zusammengefügt. Das Ganze ist funktionell, wenn auch nicht filigran. Hier noch direkt eine Änderung. Oben mehr Luft gefräst, damit man das Smartphone von vorne einlegen kann. Das 123 x 2,5 mm Stück lässt sich so einfach in die DVD-Öffnung stecken. Das Radio selbst reagiert nicht darauf, erkennt keine CD und zieht nichts ein. In die Halterung lässt sich das Smartphone einfach einlegen und liegt kippsicher. Ebenso passt auch ein Smartphone, welches sich in einer Klapphülle befindet. Wichtig war es mir, den DVD-Schacht nutzen zu können, was tatsächlich funktioniert. Man kann sogar eine DVD bzw. eine CD vorher einlegen und nutzen. Die Smartphone-Halterung lässt sich auch dann noch störungsfrei hineinschieben. Nur sollte man dann nicht die Auswurftaste drücken.